Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Slobaka und hier gibt es noch eine kleine Spielevorstellung von Highrisers. Und ihr werdet euch fragen, was ist doch gar nicht Mittwoch? Noch eine Spielevorstellung? Ja, Company of Heroes war komplett eine Überraschung und eigentlich wollte ich dieses Spiel hier vorstellen und es ist gestern erschienen. Deswegen schiebe ich das jetzt hier auf jeden Fall noch hinterher. Ich hatte es euch schon mal vorgestellt im Rahmen des Steam Games Festival und jetzt ist es eben gestern in der Release-Version erschienen. Ich habe einen Key bekommen, vielen Dank an Assemble Entertainment. Es ist ein, sie nennen es ein Urban Survival RPG. Ich finde jetzt RPG ein bisschen zu hoch gegriffen, aber es ist ein Rohstoffmanagement-Survival-Spiel, das in einem Hochhaus spielt. Man muss viel Kram sich zusammensuchen, um Sachen zu reparieren, um dann mit seinem Helikopter wieder von diesem Hochhaus fliehen zu können. Denn es gibt eine ganze Reihe von sehr merkwürdigen Kreaturen, die auf den unteren Stockwerken nur auf uns warten und langsam die Stockwerke nach oben kriechen. Ich muss euch jetzt eine ganz kleine Geschichte erzählen. Das dauert hoffentlich nur eine Minute. Aber ich möchte mich noch einmal bei Assemble Entertainment bedanken. Es gibt ja aber ich habe mich nicht kaufen lassen. Das erste Video vom Steam Games Festival schicke ich auch unten in die Beschreibung. Schon da hat es mir gefallen. Und es gibt aber immer so Momente im Leben eines noch nicht ganz so langen YouTube-betreibenden Menschen, wo es dann ein erstes Mal gibt sozusagen. Und ich habe jetzt das erste Mal die Freude, dass mir ein Merchandise-Paket zugeschickt wird. Assemble Entertainment hat mich angeschrieben, hat gesagt, vielen Dank für diese Vorstellung damals beim Steam Games Festival. Wir wollen dir was zukommen lassen. Ich habe es noch nicht, ich weiß noch nicht, was kommt, aber ich freue mich, dass sie das tun, weil das einfach das erste Mal ist. Das ist sehr schön. So, ich hoffe, ich habe jetzt nicht jede Neutralität hier verspielt, denn das werdet ihr aber gleich merken, habe ich nicht, denn es gibt ein paar Sachen, die ich nicht ganz so cool finde, aber dieses Spiel ist spaßig. Wenn man auf Resource Management und so weiter steht, ist das ein ganz schönes, fummeliges Zusammengesetze von unterschiedlichsten Teilen und fummelig meine ich in dem Fall wirklich positiv. So, es gibt unter anderem, also zum einen ist es mittlerweile auf Deutsch und es gibt, ja, das, ich habe reingespielt, es gibt auch ein Tutorial. Und da spielen wir jetzt mal rein. Wir haben 4 Charaktere, zumindest am Anfang. Ich glaube, es werden auch nicht mehr. Das weiß ich aber nicht, weil ich jetzt nicht Stunden reingespielt habe. Ihr seht schon, man kann sich bestimmte Sachen zusammensuchen und die dann entweder durchs direkte Bauen oder bestimmte Dinge kann man auch herstellen an der Werkbank. Das sehen wir aber jetzt gleich. Und hier seht ihr schon einen Einblick zu den Leuten, die da unten auf uns warten. Merkwürdige, schwarze Zombie-Geister. Keine Ahnung. Da sehen wir sie. Da sind sie. For starters, let's check out what's wrong with the helicopter. Okay, für den Anfang, lass uns schauen, was mit dem Helikopter nicht stimmt. Das ist jetzt Tutorial. Normalerweise kann man sofort, wenn man ein normales Spiel startet, kriegt man sofort Zugang zum ganzen Hochhaus und startet einfach rein. Aber hier erklärt es uns das Ganze ein bisschen. Mit dem Schrottding sind wir da irgendwie gelandet. Gut, dass wir überlebt haben. So, dann gucken wir uns das mal an. Hubschrauber inspizieren. Okay, sieht so aus, als wäre bei der letzten Landung der Hauptantrieb beschädigt worden. Das kann ich reparieren. Ihr seht schon, wir haben unterschiedlichste Teile hier. Die alle, das sehen wir jetzt gleich. Dafür kann ich die alten Teile verwenden, lockere Schrauben anziehen, Metall wieder in Form bringen, biegen, so Zeug. Irgendwann kommt aber der Punkt, wo man um neue Ersatzteile nicht drumherum kommt. Ganz schöne Schmalztollader hier, eine Zigarette im Mund, eine Fluppe, würde er sagen, wahrscheinlich. So, und ihr seht, hier gibt es jetzt unterschiedliche Stufen, die wir diesen Helikopter weiter aufrüsten müssen, beziehungsweise hier nur ein Teilstück des Helikopters, davon gibt es mehrere. Das ist also die Hauptaufgabe. Und wir können hier sagen, reparier mal erstmal. Dann fängt er an, sobald wir ihn da drauf schicken. Und dann ist er schon mit dem ersten Teil fertig. Das ist jetzt, wie gesagt, fürs Tutorial, damit man schnallt, wie das Reparieren funktioniert. Jetzt braucht ihr aber ein paar Teile. Kann ich nicht machen ohne passende Ersatzteile. Die kann Jess für mich suchen, während ich mich um die Reparatur kümmere. Ich schwör's dir, dieses Mädel ist eine richtige Spürnase, was mechanische Teile angeht. Und da ist Jess.
So, der alte Spinner hat sie also zu Schrott geflogen, mal wieder. Und jetzt soll ich mich wohl aufmachen und ihm seine Ersatzteile suchen, stimmt's? Jedes verdammte Mal. Na, was soll's? Was würden die Noren um mich tun? Der Trick ist, immer schön die Augen offen halten und auf die kleinen Details achten und nicht die ganzen Schränke und Pappkartons ignorieren. So, genau. Und jetzt momentan, also wie gesagt, Tutorial hier ist begrenzt, hier zur Werkbank. Ich könnte zwar runterlaufen, aber eigentlich ist das noch nicht so gedacht. Und hier liegen jetzt überall so kleine Teilchen rum. Wir fangen mal an aufzusammeln. Gibt Sachen, die direkt aufzusammeln sind. Da liegt zum Beispiel eine Schraube. Oder wenn da so ein Pappkarton ist, macht sie den erstmal auf, dann schmeißt sie alles auf den Boden. Und dann können wir den Rest auch aufsammeln. So. Jetzt ist es so, ich sammle mal hier schon Sachen auf. Hier sind jetzt tutorialmäßig natürlich genau die Sachen, die wir auch brauchen da oben. Jetzt sage ich eine Sache, die war, als ich es angespielt habe, noch im Beta, glaube ich, war das, der Beta-Test, hat sie noch nicht jedes Mal was gesagt. Ja, jetzt gerade sagt sie mal wieder nichts. Ich hoffe, das sagt sie nicht die ganze Zeit, weil es geht einem sonst nach einer Weile auf den Senkel. So, Schmierfett haben wir. Hier haben wir Schrauben. Und hier ist schon der zweite Kolben und noch ein bisschen Altglas und Schrotpatronen. Ich glaube, haben wir hier auch noch, jawohl, da unten ist auch noch was, da ist das Getriebe drin. Haha, jetzt haben wir alles. Der ist jetzt die beste Spürnase in der Stadt. Hm? Danke, Kleines, leg das Zeug einfach in die Materialzone des Helikopters. Ich gucke jetzt mal, was wir da noch haben, eine kleine Gasflasche. Ist aber nichts drin, aber wir nehmen es mal. Okay, dann gehen wir hier hoch. Ihr seht, hier gibt es immer dann... Bei der Werkbank ist das auch der Fall. Es gibt immer Bereiche, wo man was ablegen kann, die dann für die Reparatur direkt verwendet werden. Legen wir ihm erstmal das hin, was er braucht, nämlich die beiden Kolben, das Schmierfett, bitteschön, und ein Getriebeteil. So, und jetzt kann er, wenn wir ihn auswählen, oder macht sie das jetzt? Na gut, Tutorial sagt, sie hilft mit. Reparaturmaterialien werden verbraucht, wenn sie eingebaut werden. Das ist klar, das Zeug ist dann weg natürlich. Jetzt wird hier rumgemacht und wir haben Anne, die jetzt mit dazugekommen ist. Während die anderen mit den Reparaturen am HC-27 beschäftigt sind, sollten wir ein paar Vorbereitungen für die Nacht treffen. Selbst eine Handvoll Infizierter können einen unvorbereiteten Forscher überwältigen. Wir brauchen also eine Waffe. Während wir grundsätzlich auch nur einen Holzstock nehmen und die Dreamer damit angreifen könnten, würde es damit doch an Finesse und Schadenspotenzial mangeln. Die Dreamer, ja? Na gut, lass uns mal schauen, was man an dieser Werkbank alles basteln kann. Genau, dann können wir nämlich hier ein Bastelprojekt wählen, wie es jetzt auf Deutsch heißt. Bastelprojekt ist ein bisschen lustig. Die Stachelkeule, der Höhepunkt der Nahkampfkriegsführung, naja, zumindest für jetzt. Wenn am Morgen neue Fertigkeitspunkte freigeschaltet werden, erhalten wir auch Zugriff auf neue Basteloptionen. So, das Ding wollen wir bauen. Schaden 8, Reichweite 50. Was? Nee, das kann nicht sein. Reichweite 50. Mit dem Spike Club. Na gut, wenn er sagt. Schauen wir mal. Ist eine hölzerne Waffe, eine Schlagwaffe, besteht zum Großteil aus Metallen. Wir brauchen 2 Holzpfähle und 10 Schrauben. Jetzt können wir das schon mal anmachen. Auch wenn wir es noch nicht können. Die benötigten Baumaterialien müssen in die blaue Materialzone der Werkbank abgelegt werden. Sobald wir von allem genug haben, können wir mit der Herstellung beginnen. So, die Materialzone hier ist auf dem Tisch. Und jetzt könnten wir eigentlich... Ah, dürfen wir nicht. Ja, Tutorial, ne? Das ist jetzt fies. Jetzt müssen wir nochmal selber suchen. Aber ich glaube, es liegt hier alles rum. Jawohl. Naja, 7 zumindest. Ein Holzbrett und 2 Holzpfähle haben wir auch schon. Haben wir hier noch mehr Schrauben rumliegen? Jetzt würde ich gerne einmal Jess auswählen. Ja, das geht jetzt wegen Tutorial nicht, das ist ja gemein. Das ist jetzt ein bisschen gemein. Ich hoffe, es geht jetzt weiter runter. Nee, geht's nicht. Dann müssen wir hier ein bisschen suchen. Besteck, Schaltung, Kabeltrommel. I can do that. Hat sich da das Tutorial ein bisschen selbst ins Bein geschossen? Kann das sein? Wir brauchen noch 3 Schrauben. Und Jess hat... Ne, ach, hier oben liegen ja die Schrauben auf dem Boden. Na gut, okay. Dann ist alles gut. Dann holen wir uns die da oben ab.
wenn Jess gerade nicht ansprechbar ist, die ist in völliger That's Begeisterung possible. Hier von Ike, wie er den Helikopter repariert. So, wenn wir die jetzt haben, dann legen wir die da auch noch mit dazu. Dann sollte das kein Problem sein und beginnen uns so einen Schlagstock mit Schrauben drin zusammen zu basteln. And here we are. Und da haben wir es ja, eine Stachelkeule, ein stumpfes Instrument der Zerstörung. Und Person Nummer 4, Mo. Okay. Stick with me. Okay, halt dich an mich. Wir werden jetzt was zerlegen. Genau, das ist nämlich die andere Variante, wie man noch an Material kommt. Diese großen Teile nimmt man natürlich nicht so mit und jetzt so ein Klettervor. Wer sollte das brauchen? Wenn wir da drauf drücken, im Gegensatz zu Schränken und kleinen Sachen, die wir dann halt einsammeln oder öffnen, wird das hier zerlegt. Manche Objekte muss man in mehreren Stufen zerlegen. Genau. Jetzt liegt hier schon ein bisschen was rum. Wir können mal schauen, was wir hier jetzt gefunden haben. Ein Seil, Schrauben, Plastikmüll. Ja komm, nimm's doch mal mit, sonst haben wir nachher keinen Überblick mehr. Und dann fängst du gleich nochmal an. So, und jetzt schaue ich nochmal, weil das wäre jetzt mal ein Metallrohr, noch mehr Schrauben, noch ein Holzbrett und jetzt haben wir schon einen Teil davon weg, wie ihr seht. Jetzt haue ich den Rest auch noch weg. Und jetzt muss ich aber nochmal sagen, ich gucke jetzt nochmal in die Geschichte, aber es gibt hier keine Option. Also ich würde gerne fortsetzen. Ich würde gerne die Option haben, diese dauernden Bestätigungsgeschichten, die glaube ich jetzt auch neu sind, zumindest im Vergleich zum Steam Game, zur Demo. I'm your man. Ja, weil das geht mir auf den Senkel, wenn die ganze Zeit sagen, ja. Und er redet auch noch extrem lange hier. Das müsste man ausschalten können, aber das darf ja nicht so schwierig sein, das einzubauen. Vielleicht kommt es. Jetzt bauen wir eine simple Barrikade. Alles klar. Wir haben noch ein Metallrohr, nochmal ein Holzbrett und nochmal Schrauben. Wenn wir jetzt auf den draufklicken, genau, dann können wir entweder alles, was er in der Hand hat, abwerfen oder ein Bauprojekt auswählen. Das geht momentan nur mit der Barrikade. Auch da werden weitaus mehr Sachen zusammenkommen. Dauert irgendwie 3 Stunden, wenn ich das richtig sehe. Wo geht's nach unten? Da geht's nach oben. Hier geht's nach unten, richtig? Ich glaube ja. Obwohl, warte mal, können wir die umdrehen eigentlich? Das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ich baue sie mal hier vorne hin, obwohl die Barrikade eigentlich in die andere Richtung müsste, ne? Egal, ich baue sie erstmal. Wir brauchen genügend Platz links und rechts und der Bauplatz muss geräumt sein. Was willst du mir damit sagen? Shake it, Bau abbrechen. Also auf jeden Fall brauchen wir noch ein bisschen Zeug. So viel ist mal klar. Und zwar brauchen wir noch 2 Holzbretter. Dummdi-dumm. Warte mal, brich mal einmal ab. Ich leg's noch. Ups. That should work. Ich mach's nochmal. Ich hoffe, dass das. Oh, ja, noch sind ein paar Fehler mit drin. Aber sie haben jetzt schon 2 neue Patches rausgebracht, schon innerhalb von einem Tag. Also ich denke, sie sind dabei. So, jetzt baue ich es mal hier rein. Brauche aber trotzdem noch einmal Stahl. Das hätten wir da. Und dann brauchen wir noch 2 Holzbretter. Können wir das Ding eigentlich zerlegen? Das wäre es ja eigentlich, oder? Hier liegen noch ein paar Schrauben drauf. Zerlegen. Geht. Das sollte doch Holz sein, oder? Den Schrank braucht doch kein Mensch. Ja, der macht das irgendwie etwas mathematischer. Okay, dann haben wir jetzt hier, gehen Schritt zur Seite, da Holzbretter, reicht. Sehr gut. Dann gehen wir hier wieder runter und schmeißen das da drauf. 4 Stück haben wir jetzt hier uns zusammengeholt. So, Mo, das kannst du damit draufschmeißen und einmal Stahl sollte auch gehen. Auf geht's, Barrikade bauen. Die Barrikade ist jetzt natürlich da, wo sie jetzt gar nichts barrikadiert, ne? Aber gut. Es ist das Tutorial. Glückwunsch! Deine erste Barrikade.
Stell sicher, dass du sie bei Nacht nicht unbemannt lässt, wenn sie kommen. Okay, so sieht es jetzt aus. Das war nur die Baustelle sozusagen, die wir vorher gesehen haben. Und jetzt, was machen wir jetzt? Okay, die Grundlagen hast du jetzt drauf. Denk dran, du kannst nicht ewig in einem Gebäude bleiben, egal wie lauschig du es dir auch machst. Irgendwann musst du weiterziehen, also kümmere dich um den Helikopter und halte sie aufgetankt und in gutem Zustand. Viel Glück, Knirps. So, und das war das Tutorial. Und jetzt geht's, glaube ich, rein ins richtige Spiel. Ich muss gestehen, ich habe nur das eigentliche Spiel angespielt und merkte dann, Tutorial, okay, das ist doch super, das nehme ich jetzt auf. Deswegen gerade einmal kurz die Verwirrung, wo jetzt die Schrauben hin sind. So, und jetzt geht's offensichtlich normal weiter, ohne das, was wir jetzt gerade im Tutorial gemacht haben. Aber okay, wir haben ein Belüftungssystem. Hier unten ist ein bisschen, liegt ein bisschen was rum. Eine Sache, die ich schon bei der Demo immer gesagt habe, was mich ein bisschen irritiert, aber ich verstehe es, warum das nicht geht jetzt mittlerweile. Also ich denke immer, ich habe den ausgewählt, dann will ich jetzt den nach unten schicken, aber dann läuft der zu dem. Das ist, die Auswahl muss hierüber passieren, beziehungsweise über 1, 2, 3, 4 auf der Tastatur. Da muss man sich, oder ich mich zumindest, so ein bisschen dran gewöhnen. So, bauen wir uns doch direkt auch mal hier so einen Klapp. Den scheinen wir schon machen zu können, denn das haben wir gerade gefunden. Wir haben hier auch noch eine Machete und einen Speer. Wir können ja mal durchgucken, was es alles so gibt, weil das ist ganz cool. Jetzt auch freigeschaltet nach der Demo das Skillsystem. Da gucken wir gleich auch nochmal rein. Also, es wird dann noch geben. Eine Armbrust, Donnerbüchse, Schrotpatronen, Gewehrpatronen. Wir haben Stacheldraht und Drahtgitter. Da gibt es noch nichts. Wir haben ein Grundgehäuse für scheinbar irgendwelche mechanischen, komplexe mechanische Apparaturen. Okay, also es gibt wahrscheinlich noch einiges, was man dann später sich zusammenbasteln kann. Und Motorblöcke und Kurbelantriebe. Nicht schlecht. Ich würde mich jetzt erstmal mit dem Ding hier beschäftigen. Und uns fehlen noch ein paar Schrauben. Drei nämlich. Hier ist ja Holz ohne Ende. Wenn wir hier nochmal gucken, was ist da noch? Ein Isolator. Interessante Sachen gibt es hier überall. Also man kann mit diesen Dingen, Schmierfett. Okay, das ist für oben. Mo, kannst du dir mal den Kram, den du da oben brauchst, ne? Ach komm, geh du mal rüber. Das geht noch nicht. Na gut, wenn es nicht geht, dann müssen wir erstmal anderweitig weitermachen. So, dann geh du mal runter, weil ich glaube, da oben gibt es keine Schrauben, wenn ich das richtig sehe. Wir brauchen drei Schrauben. Wo könnten die drin sein? Vogelkäfig vielleicht? Dann kannst du den Vogelkäfig auseinanderholen. Ja, der Hubschrauber braucht Reparaturen, das sagst du so einfach. So, Jess, komm du mal runter und bau mal hier das Solarium aus. Ja, fummel darum. Sehr gut. Und Mo, ich will es jetzt nochmal probieren, aber es geht noch nicht. Okay, machen wir später. Was liegt hier rum? Schuhe. Was hast du? Hast du Schrauben? Jetzt habe ich da wieder drauf geklickt, aber gut. Nummer 2. Schrauben bitte. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Dann kannst du dich daran machen, hier den Klapp hier zu bauen. Du nimmst das auseinander. Mo, weißt du was? HiFi-System braucht kein Mensch. Und Anne. Ja, Getränkeautomat weiß ich jetzt nicht. Du kannst ja mal hier unten gucken. Gummihandschuhe. Erste-Hilfe-Kasten ist auf jeden Fall gut. Okay, in der Zwischenzeit, du bist schon am Bauen. Du bist noch nicht am Bauen, du bist die 2. Du packst deine Schrauben damit drauf und dann fängst du ja an zu bauen. 1, 2. So, was hast du gefunden? Du bist noch gar nicht fertig, aber jetzt gleich. Bams, da fällt's raus. Schaltungen, Drähte, Schuhe sind, glaube ich, nicht da raus. Eine Trophäe. Interessant, da gibt es Stahl. Also steht hier unten immer so ein bisschen auch, in welche Richtung das Ganze geht. Draht aus Stahl. Was wollen wir denn bauen als nächstes? Ich schaue mal ganz kurz auf das Baumenü hier. Da geht momentan auch nur die Barrikade. Aber ich würde ja eher die Barrikade... Wo sind denn die ersten schwarzen Viecher hier? Die sind noch eine ganze Weile weg. Hier. Auf dem 14.
14.13. da geht's los. Und ich glaube, die laufen am Tag immer so eher so ein bisschen nach unten und in der Nacht kommen sie ordentlich nach oben. Also und so wird es dann immer schneller gehen. Ein Zahnarztstuhl, meine Herren. So, dann Mo, sammel noch ein bisschen ein. Ich muss noch mal gucken. Wir haben hier einen Haufen Holzabfälle. Maybe gerne mal untersuchen. Glaswaren, Aktenvernichter. Wartet mal, wenn wir hier, ja, mit Glas, ich weiß es nicht genau. Komm, du baust mal hier unten, aber so ein bisschen tiefer, hier, auf dem, hier, das sieht doch gut aus. Hier bauen wir mal mit, wen haben wir gerade an, mit Anne, die hat auch Gummihandschuhe, die soll mal hier unten eine Barrikade bauen. Und dann schauen wir oben weiter. Hier so, genau. Bauen, Barrikade. Wir brauchen Holz, Schrauben, Stahl. Das suchen wir uns gleich zusammen. Aber ich stelle dir das erstmal, ja, das geht da nicht. Aber hier sollte es gehen. Bauen wir da eine Barrikade hin. Okay, wir bringen dir Zeug. Pass auf. Schraube, Stahl, hat noch jemand was? Du hast noch ein Holzbrett. Ike, rüste dich aus. Stahl können wir gebrauchen. Und das bringen wir schon mal runter, beziehungsweise ein Holzbrett kriegen wir doch hier vielleicht noch. Das ist ein großer Korb. Das ist doch kein Korb. Hier, Holzpalette. Bitte mal schütteln die Holzpalette, dann fällt nämlich der Kram runter. Das geht bei allen Regalen. Du bist mitten dabei, Jess. Du kannst ja mal weitermachen mit der Solarbank hier. Ich glaube, das brauchen wir nicht. Der ist voll am Suchen. Und du stehst da ein bisschen rum, ist aber okay. Kannst du mal zum Getränkeautomaten gehen? Bringt dir das was? Aufschlagen. Dafür brauchen wir eine stumpfe Waffe, um das Objekt aufzubrechen. Okay. Also überall, also ihr seht schon, wie viel Kram hier rumliegt, ne? Das kann einen bestimmt ein bisschen überfordern, aber ich glaube, genau so ist es gemeint, ja? Überall liegt irgendwas, man weiß noch gar nicht so ganz genau, wo alles hingehört und dazugehört. Hier haben wir jetzt einen Haufen Holzbretter, das ist doch gut. Holzabfälle, da können wir trotzdem nochmal weiter untersuchen. Hier haben wir auch noch einen Holzpfahl, da kriegen wir vielleicht nochmal einen zweiten hin. So, und ich verstehe natürlich ein bisschen, dass die da die ganze Zeit reden, weil momentan ist ja hier jetzt auch keine Mucke. Wartet mal, vielleicht habe ich die aber auch leise gestellt. Wir gucken mal. Oh ja, das ist laut. So laut wollte ich sie nicht machen. Aber es gibt Mucke. Und wir machen die Soundlautstärke aber trotzdem sehr leise. Warte mal. So. Okay, das muss ich hinterher noch ein bisschen zurecht regeln. Wir schauen mal in diese Fertigkeitenliste. Weil da, das gab es noch nicht damals. Und hier sehen wir die verbesserten Fertigkeiten und können uns anhand dessen auch ein bisschen uns anschauen, was dann später alles kommen wird. Also Boni auf Interaktion beim Herstellen, beim Bauen und bei Komponenten einbauen von elektronischen Teilen. Elektronikgehäuse gibt es dann neu, automatische Produktionslinie gibt es neu, also neue Rezepte oder neue Crafting-Rezepte eben. Boni auf Suche plus Suche Zeit minus 33%. Große Taschen, mehr Platz zum Einstecken, alles packen, was nicht festgenagelt ist. Dann gibt es hier einen neuen Revolver und Boni auf Zerlegen. Hier gibt es die Repetierflinte, Zahnräder, Maschinengehäuse, Getriebe, Aufziehmotor, Schockbogen, Tesla-Kanone, Gauss-Gewehr, Hochspannungsgehäuse, Stacheldrahtkeule und Sturmgewehr, Köder, manipulieren von Feinden, indem sie ihre Bedürfnisse gegen sie einsetzen. Okay, Scharfschützengewehr. Bewegen und operieren ohne das Wissen des Feindes im Stealth-Modus. Kampfvorteil durch heimlich und aktiv. Da gibt es diese Schiff, so eine Stichwaffe. Schock, Schlagstock und eine Maschinenpistole. Glutklinge, Flammenwerfer, Extremtemperaturgehäuse. Und hier oben sind, glaube ich, dann eher die technischen Geschichten. Nanogewebe und hier nochmal Boni. Supraleitergehäuse, Computerkern, eine Minigun. Ha! Laserklinge, Laserkanone, Glasfaser und Vibro-Klinge und Bark-Kanone. Also ihr seht, es geht, okay, die Musik muss ich wieder ein bisschen leiser machen. So, ihr seht, es geht eine ganze Weile
offensichtlich gibt es eine ganze Reihe von Kram, den man hier sich zusammenschrauben kann. Müssen wir mal gucken, jetzt habe ich schon wieder vergessen, wer wo ist. Holzbretter, wie viel brauchten wir? 2? 8. Na gut, dann musst du nochmal weitermachen hier. Mach du mal weiter mit diesem Solarteil. Du bist da noch mit dabei. Du hast aber, solltest jetzt, na, du hast auch nur 2 Bretter. Müssen wir gleich nochmal gucken. Du hast 1, bring mal deinen Kram schon mal, den du hast, da runter. Du hast immerhin einmal Stahl, du hast ein paar Nägel, du hast ein Brett. Und dann gehst du hier nochmal rein in diese Regale. Vielleicht gucken wir mal die Kartons durch. So, einmal das Brett darüber legen. Viel Platz ist da nicht. Schrauben und Stahl. Okay, reicht noch nicht. Guck mal in den Pappkarton hier. Wie weit seid ihr? Du bist schon wieder durch. Hast du noch was Cooles gefunden hier? Papier. Schaltung, Schrauben. Nehmen wir mal weiter. Schön auseinandernehmen. So, hast du was gefunden? Welcher bist du jetzt hier? Ike. Ist nichts rausgefallen, ne? Große Batterie, Glasschrank. Wollen wir hier das, hier den kleinen Korb, den legen wir auseinander. Ja, erstmal schütteln. Pflanze auf dem Boden. Das ist ein Schlumberger Werk. Eine dekorative Pflanze, die in Wohnhäusern und Büros verwendet wird, kann schön blühen, wenn die Tage kürzer werden. Wir nehmen den kleinen Korb auseinander, um ein paar Holzbretter zu kriegen. Und du hast... Ja, Holzbretter. Wie viele? 4. Wunderbar. Komm runter. Es wird Nacht, liebe Leute. Also sie werden kommen. Und ich habe ehrlich gesagt auch noch nie eine Barrikade bemannt. Ach so, Schrauben lagen doch hier auch rum. Na gut, Mo, du kannst ja auch noch mal ein paar Holzbretter, falls das jetzt nicht reicht, da unten, hier noch mal reinzwirbeln und hier die Schrauben aufsammeln. Plastikmüll, da sind noch mehr Schrauben. Das sind 6, wunderbar, das wird reichen. Dann bringen die hier auch runter. Ah, reicht das jetzt? 4, dann haben wir... das reicht noch nicht. Okay, Ike, Holzbrett. Immerhin 1. Komm, hau das da auch noch raus. Den Apfel kannst du hier einstecken. Das ist nicht schlecht. Und dann hauen wir den noch kaputt und hoffentlich kriegen wir da mehr als einen raus. Denn noch reicht es nicht. Also, oder? Jess, warte mal. Jess 4. Doch, es reicht ja. Es reicht ja, es reicht ja. Nee, Schrauben reichen noch nicht. Verdammt. 6. Okay. Hier. Mit da drauf. Ich sehe nichts mehr. Ich sehe doch nichts. Aber vielleicht ist es nicht ganz so wichtig. Da, Schrauben. Verzeihung, liebe Leute. Ich brauche mehr Schrauben. Die haben keine Taschenlampe offensichtlich. Was machen wir denn jetzt? Durchsuch mal den Glashaufen hier. Vielleicht findest du Schraube. Ich sehe nichts. Oh Gott. So dunkel war das nicht im Tutorial. Quatsch, im Tutorial, in der Demo. Nee, das sind wir. Gott, Schraubenmann, Wasserkühler, Abfalleimer. Guck mal den Abfalleimer. Hast du was gefunden? Schließen, zerlegen. Nee, Abfalleimer hat doch keine Schrauben, oder? Hier, guck mal in den Pappkarton. Ah, hüte dich vor den Dreamern, überlebe die Nacht. Wir brauchen 2 Schrauben, liebe Leute. Das kann doch nicht so... Da, Schrauben. Gut. Irgendwie scheint was mit der Notversorgung hier nicht ganz zu stimmen. Irgendwie abends gehen die Lichter erstmal aus. Aber dann ist erstmal, dann geht die Notbeleuchtung sehr viel später erst wieder an. So, ich hoffe, wir kriegen das hin. Wo ist der Mann mit der Keule? Das bist auch du, ne? Wer hat die Keule? Ja, Ike hat die Keule. Die soll natürlich nicht in deinem... Ja, die müssen wir gleich auswählen. Habe ich vergessen, das war in der Info erklärt, zum Ausrüsten. Hierher ziehen. Ja, es geht wahrscheinlich jetzt nicht, weil er jetzt gerade am Bauen ist. Können wir denn schon eine zweite machen? So ein zweites Ding? Weißt du was, Ike, du kannst mal, geh doch mal nach oben. Du kannst ja schon mal hier die zweite, den zweiten Klapp mal anschauen. Und es ist ja, wir sind ja noch weit genug entfernt. Wir sind noch weit genug entfernt. Ich glaube ja. Und das Ding ist gleich auch fertig. Okay, in der Zwischenzeit, ihr müsst ja da nicht alle so rumstehen. Sammel hier nochmal auf. Metallstreben. Da muss man doch auch eine Waffe draus bauen können. Äpfel haben wir noch. Glasschrank haben wir noch.
Ach, jetzt habe ich wieder mit Ike. Ach, jetzt habe ich mit Mo wieder irgendwo drauf gedrückt. Das meine ich. Und jetzt ist ganz dunkel. Nein. So, Mo, wieder nach oben. Und jetzt immer aufpassen. Nicht auf eine Person drücken. Dann laufen die nämlich von da ganz oben irgendwo hin. Was ist damit drin? Das scheint auch nochmal Holz zu sein. Okay, und die können wir jetzt bemannen, ja? Ist das so? Öffnen, bemannen. Barrikaden können nur mit einem Speer oder einer Fernkampfwaffe bemannt werden. Na gut, verstehe. Ah, und jetzt kommt hier auch keiner mehr durch. So funktioniert das Ding. Verstehe. Dann müssen wir es einmal aufmachen, damit wir Anne hier rüberholen können. Und dann machen wir es wieder zu und dann ist alles gut. Alles klar. Bemannt werden geht natürlich nicht. Aber eine Fernkampfwaffe kriegen wir jetzt vielleicht auch nicht mehr hin. So, genau. Du bist dran, du sollst. Was brauchen wir denn hier? Eine Klinge, Metallrohr und Leder. Oder können wir direkt eine Armbrust machen? Holzbrett, Seil, Winde. Das sollten wir schaffen. Das bauen wir. Holzbrett, Seil und Winde. Ich habe schon Seile gesehen. Es ist halt zappenduster hier, verflixt nochmal. Jazz, Kette. Kette ist kein Seil, ne? Wo war denn das Seil? Das war weiter oben. Also es ist auch ein bisschen Bimmelspiel, muss man sagen. Bisschen Suchspiel. Hamburger. Sollte man den essen, ist die Frage. Alkohol auf jeden Fall. Ich bin abgelenkt. Schuhe, Schaltung. Ach, verflixt. Ein Seil. Was haben wir denn hier? Couch-Überreste. Ja, komm, da kann auch noch mal jemand... Es lag doch irgendwo ein Seil rum. Ich bin mir sicher, ich habe eins gesehen. Nee, das ist ein Gummischlauch. Das? Nee, das ist Garn. Ach, verflixt doch mal. Komm, schüttel mal den... Ja, mach erstmal auf. Wir suchen noch mal ein bisschen hier Pappkartons durch. Draht. Was ist da drin? Man sieht nichts. Draht ist es. Alles voller Draht. Jetzt hast du den Pappkarton mitgenommen, ne? Das wollte ich gar nicht. Schmeiß den wieder weg. Mann, wo war denn das Seil? Was brauchten wir da jetzt nochmal? Seil, dreimal, Winde und Holzbrett. Die Winde... Holzbretter ist ja jetzt nicht das Problem. Die kriegen wir jetzt da oben raus. Aber das Seil... Aus dem Sofablock? Wahrscheinlich nicht. Sehen wir hier unten noch irgendwo was? Vielleicht... Oh, es kommt tatsächlich einer. Da ist der Erste. Nee, du sollst es nicht aufmachen. Geh mal einen Schritt. Hallo, halt. Wer bist du? Nummer 3. Wo ist der Mann mit dem Schlagstock? Nummer 2. Kommst du hier mal rüber? So, du sollst das auswählen, ne? Ist dir das schon klar? Noch nicht, glaube ich. Du musst hier runter, Nummer 1 Ball hoch. Und wenn wir das jetzt nicht machen können, ne, Nummer 4, dann bricht das doch nochmal ab und bau doch dann doch so ein Spike-Klapp nochmal. Das sollten wir doch irgendwie hinkriegen. Holzpfahl und Schrauben. Aber so ganz genau, wo wir die herkriegen, weiß ich jetzt auch nicht. Holzpfahl, hier. Vielleicht. Es hält noch eine Weile, aber es kommen eine ganze Menge hier. So, hier nochmal Holzabfälle untersuchen. Holzpfähle suchen bitte. Und Schrauben kannst du machen. Warte mal. Schrauben wirst du finden. Hier, das Regal. Schmeiß es nicht bestücken. Du sollst es auseinanderwerfen. Da werden ja wohl ein paar Schrauben drin sein. Ja, Bücher kannst du zerlegen. Genau. Drahtgitter. Keine Ahnung. Hast du dich jetzt ausgerüstet hier, mein Lieber? Haha, jetzt habe ich wieder irgendwo drauf gedrückt. Nee, jetzt läuft an, wieder nach unten. Ah nee, die macht das. Alles richtig. Alles gut, alles gut. So, also Ike ist ziemlich cool hier, muss man sagen. Ah, und Ike Stewart hat scheinbar einen Skillpunkt. Luftfahrt. Ach ja, die haben ja auch noch alle, die haben alle was anderes noch, ne? Ich habe da ja nur bei einer... Die hat das jetzt schon bekommen, oder was? Nee. Aber wir könnten jetzt was freischalten auf dem
offensichtlich Skillpunkt unlocked, Stufe 0. Okay, Ike, hast du denn die Möglichkeit, hier ein bisschen besser mit dem Ding hier umzugehen? Ah, wir müssen hier direkt drumrum gehen. Ne? Ja. Neue Rezepte, Winde. Ja, das brauchen wir natürlich. Ich weiß noch nicht, ob wir jetzt die Nacht überleben. Das brauchen wir für die Armbrust. Aber Mo, bist du gut mit den traditionellen Lebensweise der amerikanischen Ureinwohner? Oh, ich bin ja doof. Es gibt tatsächlich da völlig unterschiedliche Trees. Schaumkartuschen, stabiler Rahmen, alles Mögliche. Na gut, hier, Baseballschläger. Das bist doch, das muss doch für dich sein, oder? Bauen, herstellen, Komponente einbauen. Ich habe noch keine Plus auf die Stärke jetzt hier gesehen. Es gibt nur spannende andere Teile. Blumenerde, Dünger, Schaumkanone. Okay, also, ja, blöd. Ich hoffe, ihr seid noch dabei. Meine Güte, es gibt ganz viel Zeug. Aber da ich jetzt hier keinen extra Kram sehe, würde ich gerne hier die Winde freischalten und dann mir eine Armbrust bauen. Geht es bei allen gerade schon? Ammoniak? Nein. Im Morgengrauen werden neue Fähigkeitspunkte verteilt. Kannst du die mal schlagen? Von da? Nee, es geht nur mit Fernkampfwaffen. Oh Mann, ey. Hier liegen ja noch Schrauben rum und Holzbretter. Wie viele sind es, ist die Frage. 6. Gehen wir jetzt mit dir nach oben? Oder bauen wir jetzt vielleicht noch eine... Geht das jetzt hier immer weiter oder geht ihr auch wieder runter, Jungs? Wir hauen sie gleich mal. Ich bringe kurz meine Sachen nach oben. Und dann... Ah, es gibt so viel Zeug. Überall liegt Zeug rum. Hier, Überbleibsel. Kannst du auch nochmal durchgucken. Und hier liegen aber haufenweise... Was sind das hier? Holzpfähle rum. Das ist doch nicht schlecht. Dann sollten wir doch... 10 Schrauben, 6 haben wir. Da sind Schrauben. Ach du Scheiße! Geh mal nach oben. Renn mal ein Stück nach oben. Pausieren geht nicht, ne? Oh Gott. Du musst da hoch. Und ihr müsst jetzt noch ein paar Schrauben einsammeln. Die da auch hochbringen. Hier sind auch noch Schrauben. Hol dir das nochmal kurz. Und dann müssen wir sehen, wie wir das überleben. Und vielleicht sind wir gleich schon alle tot. Ah, da laufen sie vorbei. Schwein gehabt. Schaffen wir es jetzt ganz schnell, hier die Schrauben hinzulegen. Während du das trotzdem machst und da auch noch Schrauben hinzulegen. Jetzt haben wir genug Schrauben, aber wir haben keine Holzpfähle. Hier, oh Gott. 1, 2, hoch da. Er ist tot. Ich glaube, das wird dir nichts mehr. Ich glaube, ich habe das Spiel verloren. Ich glaube, ich hätte es anders machen müssen. Ich glaube, das ist eine krasse... Komm, hier, bau! Oh Gott! Sieht nicht gut aus hier. Also man muss sagen, es sieht nicht gut aus. Irgendwas mache ich falsch. Ich bin unbewaffnet, das ist eine schlechte Idee. Da ist der Klapp. Hau drauf, Mann. Nimm's dir. Sei nicht so doof. Hau drüber. Aber ich glaube, das ist das Ende. Na gut, wollen wir ganz schnell an dieser Stelle vielleicht sagen, das war das vorgestellt von Highrisers. Also, es ist schwieriger als gedacht, aber ich habe jetzt auch viel gequatscht. Und es war bei der Demo einfach, weil die da unten geblieben sind. Aber jetzt kommen sie offensichtlich sehr schnell. Man sollte sich also beeilen, diesen Kram aufzubauen, damit man nicht so stirbt wie ich jetzt hier. Anne steht in der Nähe. Ich glaube, wir brauchen ein bisschen Medizin. Und er, ja, ist gleich auch hinüber. Ein Tag überlebt, ein Dreamer neutralisiert, ein Gebäude errichtet. Also, liebe Leute, man muss sich reinfinden offensichtlich und wissen, wo man was herkriegt. Und vielleicht einfach ein paar mehr Barrikaden aufbauen. Gut, liebe Leute, also, das ist die Vorstellung von Highrisers. Es gibt es noch 15% billiger, noch eine ganze Weile. Und mir gefällt es wirklich sehr gut. Und ich finde es sogar cool, dass jetzt hier der Schwierigkeitsgrad angezogen ist. Ein bisschen schwächer sein können für dieses Let's Play, offensichtlich. Aber wenn man erstmal weiß, wie man was baut, wenn man alle 3 oder 4 Charaktere mit Keulen ausrüstet, weil das würde gehen, glaube ich, im ersten Tag, dann sollte man das schaffen. Gut. Wir sehen uns beim nächsten Spiel, liebe Leute. Bis dahin, macht's gut.